Der erste Mythos, der sozusagen besprochen wird in dem Buch, da geht es gerade um die Frage, dass man sagt, na okay, wer hart arbeitet, wird reich. Also umgedreht, man soll jetzt nicht den Reichtum eigentlich so problematisieren, wie sozusagen das Buch macht, sondern eigentlich froh sein, dass es Reichtum gibt, weil das ist das Zeichen dafür, dass Leute hart gearbeitet haben, Leistung erbracht haben und das ist quasi das, was sie als Ertrag davon bekommen haben und ihnen zusteht. Genau, also das ist der erste Mythos in dem Buch, weil es auch ein sehr wichtiger, auch ein sehr verbreiteter Mythos ist. Deshalb auch, weil er nicht nur Reichen als Legitimation für ihren Reichtum, für Reiche nicht nur als Legitimation für ihren Reichtum gilt, sondern eigentlich auch vom Rest der Gesellschaft angenommen wird. Und weil ja jeder oder jede in einer Gesellschaft einerseits auch das Gefühl haben möchte, etwas erreichen zu können, auch dahin kommen zu können, wo andere sind. Und weil dieses Leistungsideal in einer kapitalistischen Gesellschaft einfach sehr prägnant und relevant als Legitimation für Einkommen, Besitz, Prestige, Status geworden ist. Es wird aber in der Abhandlung dieses ersten Mythos Schritt für Schritt gezeigt, dass das nicht der Fall sein kann. Vermögen sind so ungleich verteilt, dass es nicht möglich wäre, dass ein paar an der Spitze so fleißig und so motiviert und so, sich so angestrengt haben, während der Rest der Gesellschaft einfach nichts getan hat. Das ist der erste Teil, woran man schon einmal sieht, dass man nur durch Leistung und durch Arbeit eigentlich nicht zu wirklichen Reichtum kommen kann.